Herzlich willkommen zur 79. Folge Stadio Berlin mit dem Felix. Hallo. Guten Tag. Hallo. Alles gut? Immer doch. Warum? Weil ich diesmal nicht vergessen könnte, meinen Mais zu ernten, weil er noch nicht gewachsen ist. Okay. Allerdings muss ich sagen, das sieht echt sehr, sehr kritisch aus mit meiner Kiste. Die ist voll bis zum letzten Slot, ne? Das Problem ist halt, ich hab super viel Kleinschrott da drin, sozusagen. Also halt Zeug, was ich im Endeffekt halt eigentlich nur ein- oder zweimal habe, so ungefähr. Aber es ist halt da in der Kiste drin, ne? Weil ich das Zeug halt eigentlich verarbeiten wollen würde. Was brauchst du dafür, dass du es verarbeiten kannst? Schnellere Fässer? Jetzt zumindest schon mal einen Schritt in die richtige Richtung. Dann brauchst du Luxusfässer oder was? Die aus Iridium. Wenn sowas existieren würde, würde ich die gerne nehmen, ja. Hallo Robin, Bodo. Alles gut bei dir? Machst du das auch richtig hier? Jetzt halt nur die Frage, was ich mache. In Bezug auf was? Reichen mir dann theoretisch 4 Schafe? Naja, im Normalfall reicht ja 1 schon fast so ungefähr, um ein bisschen Stoff zu produzieren, so ungefähr. Ja, an sich schon. An sich schon, ja. Das Traurige ist, aus meiner Kiste von Sachen, die ich halt habe, sind so ungefähr 2 Sachen drin, die ich verkaufen kann jetzt schon. So ungefähr. Das ist einmal eine Haselnuss und eine Grünalge. Und dann habe ich nur noch die Handwerkswaren drin, also das, was ich schon hergestellt habe, also den Wein und Mayo und das Ding ist hier Blumenkohlzeug da. Die eingelegtes Ding da. Und ein bisschen Honig. Und sonst habe ich eigentlich nur noch Früchte und Gemüse da drin, beziehungsweise eigentlich hauptsächlich Früchte. Das ist echt hart. Also es sieht dann in der Verkaufskiste im Endeffekt so aus wie meine Verkaufskiste plus meine Kiste, die daneben ist. Wobei, ja. Plus, dass ich halt auch noch so einen kleinen Scheiß da drin habe, wie Wildpflaumen oder Gewürzbeeren. Das habe ich alles im Kühlschrank liegen. Oder Weintrauben oder Kokosnüsse, Kaktusfrucht, Brombeeren, die ich halt nur einmal oder zweimal hab, aber die halt trotzdem Früchte sind und die halt mehr wert sind, wenn ich sie halt. Ihr packt die auch in den Kühlschrank. In welchen Kühlschrank denn? Ich besitze keinen. Ach so, stimmt. Dann packst du auch in meinen Kühlschrank. Ach so, damit auf einmal die weg sind ganz urplötzlich, ne? Nein. Sie bleiben ja immer da, entweder halt. Auf deinem Konto oder auf meinem, ne? Nee, das nicht unbedingt. Zum Beispiel als Dünger dann, wenn man aufs Feld kackt oder so. Nachdem ich hier gegessen habe. Ah ja. Und dann? Es dauert halt immer nur einen Tag. Wenn ich es heute esse und du willst es auch heute wieder haben, na, dann ist es halt schwierig. Warum sind die eigentlich lila? Weil Herbst. Ich sollte mir auf jeden Fall noch was für den Winter übrig lassen. Und nicht, dass ich dann wieder Holz brauche und dann stehe ich da. Findest du? Eingelegter Blumenkohl, ah, Kartoffeln eingelegt. Kartoffelsaft, okay.
und Kreiswirbeln. Das wird nie wieder los. Nie wieder. Das kann ich so bestätigen, ja. Also ich wäre tatsächlich schon fertig. Ich theoretisch gesehen jetzt auch. Okay. Ah ne, warte, eine Sache muss ich noch machen. Das fällt dir aber auch immer ein, wenn ich dann schon liege, ne? Hast du was verkauft? Ja. Ah, dann ist gut, wir brauchen nichts mehr zu machen. Warum? Wegen Pause machen. Gut, dann würde ich sagen, hauen Sie rein. Bis zum nächsten Mal. Ach nee, Gott, ist ja noch der erste Tag. Ich wollte gerade sagen. Fuck. Ist ja. Oh, ja, haben wir gerade angefangen erst. Scheiße. Jetzt sind ja 6 Minuten schon wieder die Folge beendet. Hast du es immer so eilig? Nee, ich glaube, ich schaff's noch. Dann die Viertelstunde. Musst du etwa ganz dringend wohin, wo auf Stille Örtchen? Ne, nicht auf Stille Örtchen. Zur süßen Nachbarin gegenüber, oder wie? Das wäre toll, aber nein, aber nicht. Ich hab leider sowas nicht. Achso. Yay! Und ja, jetzt geht das witzige Suchen los, ne? Das ist Huhn. Finde das Huhn im dunklen Gras so ungefähr, das neue Spiel. Hallo, Kühe. Guten Tag, Kühe. Könntet ihr euch vielleicht mal so hinstellen, dass ich auch sehen kann? Nein. Ich gehe jetzt in die Mine. In die normale. In welche? Okay. Bring mir Eisen mit. Das würde ich ja selber holen für mich. Was brauchst du Eisen? Fässer? Oh! Der Luxusstall ist fertig. Das ist doch toll. Also luxuriös sieht er gar nicht aus. Ich dachte, der ist so innen drin mit Gold besetzt und so. Packst du denn auch eine Ziege mit rein? Eine Ziege? Ja, wir brauchen ja Ziegenmilch und Schafsmilch, wenn wir nicht unbedingt gerade was anderes da reinpacken, so ungefähr. Schafe geben auch Milch? Nö, aber du brauchst ja Ziegenmilch oder Wolle. Das heißt, wenn wir jetzt nicht unbedingt halt da Hasen bei mir machen, dann brauchen wir das halt. Eigentlich aus Ziegenmilch. Gehe ich von aus, dass du daraus Ziegenkäse machen kannst, ja. Aber wir brauchen halt eine große Ziegenmilch oder sowas für die eine Quester. Bitte? Was? Was ist jetzt schon wieder gemacht? Hallo? Alter, warum sind denn Schafe so teuer? So teuer können die jetzt auch nicht sein. 8000? Ja und? Dafür bringt Wolle vermutlich 7,8 Millionen oder sowas.
Ja, dann würde ich mal sagen, wenn ich jetzt. Stopp. Also hier, warte mal, ich muss noch mal ganz kurz mit dir reden, ja. Ausgewachsene Schafe können Verfolger sein. Die Wolle von Schafen mit einer starken Bindung zu ihrem Besitzer wächst schneller wieder nach. Zum Scheren wird eine Schafschere benötigt. Lebt im Stall. Okay, so eine Schafschere, ja. Potenziell kannst du sie auch da kaufen. Ich muss so ein Heizgerät noch kaufen? Alter. Muss ich das auch kaufen? Alles musst du kaufen, natürlich. Steht doch da, was du brauchst. Also so eine Sch Boah. Gleich komme ich Kann ich weg. meine Gießkanne in Zahlung geben? Ist natürlich, die Gießkanne noch einigermaßen sogar theoretisch gesehen brauchst, wenn du einen Jahreswechsel hast, sozusagen. Oh, hier, was ist denn das hier? Senfkohl ist fertig. Was ist das, Gemüse? Ja, ne? Keine Ahnung, was das ist. Steht da drunter. Gemüse. Hätte vielleicht kein Senfkohl pflanzen sollen, wenn der so schnell wächst. Bleibt ihr denn da oder ist der jetzt weg? Der ist jetzt weg. Immerhin kannst du was anderes anpflanzen. Ja. Preiselbeeren. Nee, Weizen. Davon brauche ich übrigens auch noch 10 Stück, ne? Und ich brauche auch eigentlich 10 von dem Heu, aber irgendwie weiß ich nicht so hundertprozentig, warum das Heu nur rausgeht, wenn da die Feldflächen nicht besetzt sind, so ungefähr. Oder die Fressflächen halt. Ja noch mehr Stau, wenn die da raus wollen. Jetzt habe ich hier so einen scheiß Senfkohl, Alter. Gerade über den Senfkohl aufgeregt. Er beschwert sich, dass er Ernte hat und Geld verdienen kann, obwohl er kein Geld mehr hat, halt so ungefähr. Gibt ja noch genug Geld oben. Na dann. Oh, Senfkohl. Blättiges Grünzeug und fasrige Stängel sind gesund und lecker. Okay, gesund. Alles da. Bin raus. Haha, wie fett und hässlich sieht das Schaf aus. Oha. Hey, guck doch mal, wie das Schaf hier so wegläuft. Also, ich streiche dich mal. Bist du glücklich? Das Schaf kann sich aber nicht wehren, sonst würde das sagen, hast du mal selber ins Spiegel geguckt oder sowas. Könnte man durchaus sagen. Muss immer eine Schafe streicheln, ja. Ach, jetzt will er sie auch noch streichen, nachdem er sie fett und hässlich genannt hat. Ja, damit sie mehr Wolle geben. Ich wollte gerade sagen. Was kann man noch so Schönes bauen dann? Naja, so ein Brunnen halt, dann gibt's noch diese ganzen Fischdinger da, wo du dann Fischleich und so ein Zeug bekommst. Will ich nicht. Dann kannst du deine Scheune noch ausbauen. Da gibt's ja schon noch tausend andere Sachen, die du bauen könntest. So, die Scheune kann man ja auch noch ausbauen, stimmt. Richtig. Was kostet denn das? Ja, ich höre, ich bin reich, dachte ich. Hat mir zumindest irgendwann mal jemand gesagt. 58.000. Ich bin so arm wie eine Kirchenmaus. Da 58.000? Nee, das war ein Joke. Ich hab keine Ahnung. Ich muss es nachgucken. Aber ich denke mal schon, dass es in Richtung 20.000 gehen wird. Vielleicht so gegen 7.500? Weil das könnte ich mir gerade so leisten. Ja, macht eh keinen Sinn, weil. Der Schuppen kostet 20.000. Plus 550 und 300. Bin
550, 300 und 20.000, sagtest du. Ja. Das wird noch nichts. Ich bin nur noch beim vierstelligen Bereich. Und da habe ich wahrscheinlich viel zu viel Zeug. Ich wollte gerade fragen, was ist am vierstelligen Bereich so schlimm ist. Ich gemerkt habe, er hat vierstelliger Bereich gesagt, nicht fünfstellig. Ja, du hast wahrscheinlich sechsstellig. Schön wär's. Sagt er, nachdem ich für 50.000 das scheiß, scheiß Bus gekauft habe. Ja, vor allem für ein paar Räder und solche Geschichten haben sich ganz schön auf den Tisch gezogen, würde ich mal sagen. Eigentlich ist ein Bus für 50.000 noch recht kostengünstig. Aber. Du hast gesagt, du hast halt Oma gekauft und ein bisschen repariert, also neue Batterie und vier Reifen. Also ich finde. Nee, der Bus war schon vorher heil, ich habe eigentlich nur die alte Oma gekauft. Ach so. Ach, ich würde mal sagen. Machst du denn schon wieder im Bett? Ich muss mir jetzt noch was ausruhen, ich hab keine. Und wann arbeitest du mal? Habe ich schon. Ah ja. Die Apfelbäume auch ganz fällen für Holz? Theoretisch gesehen schon, aber praktisch gesehen bringen die ja eigentlich dauerhaft Geld. Ja. Das ist richtig. Hast du was verkauft heute? Ich denke nicht, aber ich kann auch was verkaufen. Musst du auch was verkaufen heute? Ich kann zumindest noch was loswerden, ja. Gut, weil wenn du noch was loswerden musst, dann. Warum kann ich den Senf nicht in die Käsepresse schmeißen? Keine Ahnung, kann ich mir natürlich nicht erklären. Das gerade ernst? Ja, das meine ich ernst. Senfkohl? Du willst einen Kohl in eine Käsepresse packen? Ja. Und als nächstes willst du dein Wiener Würstchen in den, was weiß ich, packen oder wie? Wenn es geht. Achso, na dann. Also ich wäre soweit, schlafen zu gehen. Ja, dann mache ich das mal. Gut, dann würde ich sagen, jetzt aber. Haus rein. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Tschüss.